Ich müsste genau da zu sehen sein. Ein bisschen links, ich stehe links. Nein, ich sehe dich nicht. Ein bisschen links stehe ich. So, wir sind zurück. So, wir sind zurück bei Phasmophobia, wieder mit der Jatze. Und das schreit mich voll an. So, wir spielen wieder auf Anfänger. Dieses Jesus? Ja, ich habe zu früh angefangen. Ja, erstmal klein anfangen hier, nicht? Genau. Also wir müssen wieder herausfinden, um welche Art von Geist es sich handelt. Basic. Den Bereich mit Räucherstäbchen reinigen, ich glaube, die habe ich gar nicht eingepackt. Das Feuerzeug. Und Feuerzeug auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Nur eigentlich können wir gar keine von den Quests machen. Okay, gut. Auch aber gut. Ich habe was Cooles eingepackt und zwar hier ganz unten Knicklichter. Wofür brauchen wir die? Du kannst die entweder als Lampe nehmen. Oder du kannst auch damit gucken wegen Fingerabdrücke statt der UV-Lampe. Erhöht quasi den Gruselfaktor und du kannst sie einfach da hinlegen. Guck mal an deine Ohren, alle sau. Ja, ich werde bei dir auch mal Fieber messen. Oh, du bist voll unterkühlt. Genau. Der Geist ist in dir. Und ich bin voll in deinen Zehen drin. Nee, bist du nicht. Du bist im Schrank. Nee, eben war ich voll in deinem Kopf, ey. Ich hab den Geist gefunden. Hier, guck mal, weißt du, was du gerade gemacht hast? Den hier. Ja, ich bin's nicht. Ja. Nehme ich das noch mit? Nee, warte mal, ich nehme das. Doch, ich nehme jetzt das mit. Egal. Wir müssen ja eh noch mal rein dann. Bist du soweit? Ja, ich hab jetzt Schlüssel, hast du? Jo. I'm ready. Alles klärchen. Ja, ich hab vor, wie du Eier kaufst. Ich hab das Thermometer. Du hast was? Okay. Jetzt wieder unter die Tür, ne? Jetzt dürfen alle wieder mal ein bisschen lachen. Achso, und eine Dings. Die Kamera habe ich auch mit. Hier liegt meine Maus hier durch im Kabel. Irgendwas. Aha. Oh, du piepst, du bist der Geist, nee, ich. Ja, hast du gepiept? Ich hab nichts ge... Doch, jetzt höre ich's. Hier ging die Tür auf schon. Shit. Warst du hier im Bad drinne? Nein, hier im F3. Ja, dann ist der hier vorne schon im Flur. Ja, hier irgendwo. Entweder war der jetzt hier im Flur oder im Bad. Hier ist er auch nicht, der ist beim Flur. Hä? Der ist weg. Ja, oder er ist wieder gewandert. Ja, der IMF, der piept ja nicht dauerhaft in, im Geisterraum. Ja, ich gehe schon ganz woanders hin. Bleibt stabil. Cool. Weißt du, wie der Geist hieß? Nee, hab ich gar nicht geguckt, siehste. Kannst du auch im Journal Anfänger, hallo? Bei Überblick kannst. Bei Überblick, da kannst du das nachgucken. Kenneth Anderson, gib uns ein Zeichen. Wie? Im Journal. Wie heißt er? Kenneth. Journal? Kenneth? Ja. Nein. Was denn? Wie heißt er? Ich dachte, wir sind dann auch alle kaputt, weil viele wissen, was das heißt und ich nicht. Ja, lass mich so, erklär's mir mal. Das Journal ist das Buch. Ich und diese Kacktüren. Im Buch kannst du das nachgucken. Unter Überblick steht der Name des Geistes. Kenneth, gib uns ein Zeichen. Hat der das Licht gerade ausgemacht? Ja, nicht, dass du denkst, ein anderes Buch. Das war doch hier jetzt oder irgendwo, oder? Kenneth, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Kenneth, wie kann man denn Kenneth heißen? Welche Tür war das? Ich glaube die hier, wo ich gerade reingegangen bin, oder?
Kenneth, kannst du mit uns sprechen? Ich pack die Kamera mal hier vorne hin und hol mal Knicklichter, der fässt ja ganz viel Kenneth. An. Stampft ganz schön der Boy. Eigentlich hätte ich das Thermometer auch liegen lassen können, hätte ich noch was mitgenommen. Boah, haben wir noch ewig viel Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange die Knicklichter halten. Wir haben Fingerabdrücke. Echt? Wo denn? Hier an der Tür. Ja? Kenneth, kannst du mit mir sprechen? Und an der Tür? Hier ist auch im F3 im Badezimmer. Ja, der muss hier im Flur sein. Mit. Wer weiß, warte. Oder? Also er hat ja hier auch viel angefasst. Also ich habe hier irgendwie... schlägt der EMF aus. Du bist der Geist. Guck mal, ein Foto von meinem Hund. Trottel. Mann. Ja, der muss hier irgendwo sein, nicht? Aber. Aha. Achso, hast du jetzt alles eigentlich? Nö, nee, da ist ja noch einiges. Die Box ist noch. Ne, das Buch ist okay, noch. Ja. Profi. So. Das wäre doch gelacht, wenn ich den nicht. Raufkriege. Fingerabdrücke haben wir, die Kamera haben wir. Okay, ich hab weiter. Oh. Zeit ist um. Kenneth, reib ins Buch. Wenn du da bist, schreib ins Buch. Ich habe vorsichtshalber noch mal ein Kreuz ins Bad gelegt. Ja. Kenneth, schreib ins Buch. Ich höre die ganze Zeit was, ich kann es nicht zuordnen. Was sagst du? Ich höre die ganze Zeit was, aber ich kann es nicht zuordnen. Oh. Hier ist noch ein Knochen. Hast du die Kamera? Wo denn? Ja, ich hab's gerade hier. Schön. Willst du mitnehmen? Mit E. Wofür? Gib Geld. Geld? Mhm. Hab's getan, du. Im Badezimmer Aktion. Wir sind mit Wasser angegangen. Ja, die Dusche. Soll ich das fotografieren? Nee, meistens funktioniert das bei der Dusche nicht. Wenn das Waschbecken okay. angeht, da geht das. Mhm. Kenneth. Ach, der hat das Duschgel geschmissen, siehst du? Ich dachte, in der Badewanne ist gar nichts. Deswegen bin ich mal davon ausgegangen, dass der Raum dahinter. Kenneth. Aber was du. Er macht schon wieder Dusche. Ja, warum? Wir haben die Geisterbox.
Meisterfuchs und wir haben jetzt bereit. Was war noch? Nur Geisterbox und Fingerabdrücke bis jetzt. Wenn wir nochmal Fingerabdrücke finden, können wir die. Hallo? Bist du im Van? Ja. Wenn wir nochmal Fingerabdrücke finden, können wir davon auch Fotos machen. Okay. Das bringt Geld. Okay. Alles klar. Und siehst du was? Nee, das ist zu dunkel. Kannst du mich sehen? Nein. Ich weiß nicht, ob die gerade aber ich, ist zu dunkel. Ich müsste genau da zu sehen sein. Ein bisschen links, ich stehe links. Nein, ich sehe dich nicht. Ein bisschen links stehe ich. Du Affe! Doof oder was? nur vom Montag bis Donnerstag. Freitag habe ich Auszeit. Wieso ist denn das so dunkel? Er hat das Licht aus. Achso, du kannst jetzt auf die Tastatur klicken. Hä? Einfach auf die linke Maus auf Tastatur. Jetzt hast du, genau, jetzt hast du den. Weil ich dachte, ich hätte da links das Fliegen sehen. Ah, Dots-Projektor. Ja. Also. Fingerabdrücke. Box, Dots. Ein Phantom. Wäre das. Ein Phantom kannst du tatsächlich, wenn es dich angreift. In der Regel mit der Kamera verscheuchen. Wenn du ein Foto von ihm machst, verschwindet er kurzzeitig. Schon wieder durchgelaufen. Mhm. Gehst du jetzt rein oder was? Ja, wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Und der habe ich ja wieder. Ja, ich schmeiß mir. Ich muss da gucken, meine Pillen. Ja, ich wollte auch gerade. Er huntet. Ich komme nicht rein. Oh. Lass das jetzt. Hoppala. Ja, hoppala. Ich bin hier wieder. Was wollt ihr fotografieren? Den Handabdruck, den wir nicht mehr haben. Ja, die verschwinden mit der Zeit. Du hast schon ein Foto gemacht, oder? Ja. Hier ist einer, hier ist einer. Hier kannst du ein Foto machen. An der Tür. Geh mal weg. So? Perfekt. Hauptsache, du bist mit drauf. Das ist wichtig. Das gibt am meisten Geld. Gut. Oh, was war das? Ach du. Kennis. Ich habe eben nichts gemacht. Ich bin nur gegangen. Ja, ja. Zeig dich. Ich brauche ein Bild. Ehrlich, Moor? Kennis. Hallo? Kennis? Bist du da? Bist du? Ich guck mal, ob ich noch komm schon. Achso,
Ich guck mal, ob ich noch einen verfluchten Gegenstand finde. Dann können wir auch ein Foto von machen. Alles. Zeig dich. Musst du hier direkt hinter der Wand so rumschreien? Ja, ich bin quasi. So, ja, ich bin in der Garage. Ja, ich stehe in der Tür, du Dulli. Ach so. Janet. Ich habe mich erschrocken. Komm, zeig dich. Ein Foto. Janet. Ist hier jemand? Hallo. Hallo. Auch nicht. Was gab's denn noch? Bist du da? Wohnzimmer, ne? Ist alles gut? Er kommt gleich raus. Hier sind die Tarotkarten. Mach mal ein Foto. Hä? Was? Hängst du fest? Bring doch mit. Ja, okay. Hab ich vergessen. Bist du da? Kenneth. So, wo sind die? Da. Karten. Kommst du klar? Findest du die nicht? Oh. Das da. Du stehst drauf. Geh mal weg. Ja, geh mal weg da. Ah, so ist besser. Bei mir? Hockst du genau vor den Karten, dein Kopf da drüber und hältst die Kamera nach vorne gegen die Wand. Lass die Wand fotografiert. Kenneth! Kenneth? Warst du das? Oh, Kenneth! Ich glaube, er kommt gleich. Ja, ich würde nicht zu weit reingehen. Ich habe Karten gezogen. Und eine ist rot verbrannt. Oh. Wo bist du? Warte, ich zieh noch eine Karte. Wo bist du? Kenne? Ich sterbe! Hinter mir! Wieso kann ich denn da mit draußen sterben? Was ist das denn? Kenne! Ich hab mal mitgekriegt! Zeig dich! Kenneth, 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 Kenneth. Wer heißt eigentlich Kenneth? Hallo. Ich lieg tot, 10 Meter dich. Hinter dir. Geisterbox. Kenneth? Kannst du mich hören? Bist du da? Hörst du mich? Okay. Kannst du mich durch Hallo, die Geisterbox Kenneth. Hören? Nein, du bist ja wirklich gestorben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin der Verarschung. Dennis, zeig dich. Er freut Kenneth? Sich. Kenneth? Ich wusste gar nicht, dass das geht, ey. Wo ist der denn? Kenneth. Zeig dich. Kenneth! Komm, zeig dich! Mein Geisterbuddy! Wo bist du? Zeig dich! Kenneth, Kenneth, Kenneth! 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 Bist du schon?
Du kannst mich echt nicht hören. Kannst du mich durch die Geisterbox hören? Nee, scheinbar nicht. Durch den Dots-Projektor laufen. Dennis. Hallo? Hä, wo ist der Dude? Dennis. Und hier ist überall so ein Schleier. Ein Geist, aber trotzdem stampf ich ganz schön. Kennis. Er ist gar nicht da. Kennis. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ein Bartagam? Cool, ich hatte auch mal. Ja. Hab ich jetzt alles? Was muss ich jetzt machen? Ich kann nicht mit dir reden. Hat's es? Foto schicken. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ich wusste nicht, dass das geht. Wieso bist du gestorben? Ich dachte, du hast mich verarscht die ganze Zeit. Also wir hatten ja recht, es war ja ein Phantom, ne? Und ich ziehe an der Tür immer diese Tarotkarten und lauf schnell raus. Dann kann mir ja nichts passieren. Dann habe ich eine Karte gehabt, die ist rot verbrannt. Und danach hatte ich eine, die ist blau verbrannt. Da stand The Hanging Man. Und auf einmal war, ich war schon draußen und auf einmal war der hinter mir und hat mich umgebracht. Ich habe mich. Und ich dachte, du verarschst mich. Und ich dachte so, oh Patrick, Alter, ne? Und dann immer nicht so, hä? Wo ist der denn, weil das so ruhig war? Da liegst du da und ich so. Und du bist ja echt gestorben. Ja. Nee, ich wusste gar nicht, dass das geht draußen. Und ja, deswegen war ich habe mich nicht mal erschrocken, ich war eher so überrascht. Und ich dachte, der verarscht mich doch schon wieder hinter dir. Ja, dachte ich. Übrigens, durch die Geisterbox kann ich nicht mit dir kommunizieren. Und Dots Projektor weiß ich nicht, ob du mich sehen würdest. Aber ich konnte Kenneth auch nicht finden. In der Geisterwelt. Ja. Okay. Der war irgendwie nicht mehr da. Das war ja cool. Ich dachte echt, du verarschst mich, ey. Ja. Nee, leider nicht. Naja, so ist das. So, das war eine weitere Runde Phasmophobia. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.